Hallo, ich bin's wieder, euer Mumpitz. Ich habe jetzt hier meinen Ordner vorbereitet. Das ist der Ordner von meiner RJ Hampton Kollektion. Da ich schon mal nachgefragt worden ist, was ich denn so alles hätte von ihm, würde ich euch das gerne mal zeigen, was so alles denn in meiner kleinen, noch feinen Sammlung schlummert. Fangen wir mal an. Hallo Papa. Hey Maus. Was machst du? Ich zeige Karten. Schon wieder. Ja, das mache ich jetzt öfters. Okay, ich schau dir zu. Gut. Also, hier haben wir einmal die Upper Deck Goodwin Champions, also ein Rookie. Das sind die normalen Base, das ist die blaue Variante. Und das ist ein Subset in Rot. Papa, ich habe eine Frage. Du hast hier zweimal die gleiche Karte oben weiß. Warum kannst du die denn nicht aussortieren? Du hast so viele Karten. Das ist zweimal die gleiche. Du kannst eine behalten, die andere kannst du von mir aus verschenken, verkaufen, aber die brauchst du doch nicht zweimal. Das kann ich machen, wenn der Spieler richtig teuer geworden ist. Dann mache ich das gerne. Aber solange der noch günstig ist und ich glaube, dass der was wird, sammle ich die Karten, um sie dann nachher eventuell oder auch nicht wieder abzugeben. Und noch eine Frage, warum sind da zwei kleine Karten, sind das Sticker? Nein, das sind kleine Karten, die sind so aus Holz oder Holzoptik. Deswegen heißt die Lumberjack. Lumberjack Englisch für Für? Holzfäller. Ach so. Und da ist was Besonderes an denen? Sind seltener. Hm. Sind ja nicht so oft. Ich weiß zwar jetzt Okay. nicht, welche Odds die haben, also wie viel Boxen oder Packs du aufmachen musst, um so eine Karte zu kriegen, weiß ich jetzt nicht, aber Sind die dann in Packs dabei, wo dann auch große Karten drin sind? Hast du noch kleine dabei oder sind das dann extra nee, die Packs sind für dann bei den kleine großen, weil du hast dann, Karten? keine Ahnung, fünf große und eine eventuell kleine, wenn du Glück Und hast, gehen die dann oder? nicht kaputt, so zum Beispiel leicht? Nein, die gehen nicht kaputt. Und dann hast du dreimal die gleiche Karte. Nein, Nee, zwei. zweimal. Das ist blau. Sie ist blau. Und die ist jetzt besonders, weil blau. Das ist ein Insert. Das ist sozusagen ein Insert. Es gibt ein Basisset, 1 bis 100 zum Beispiel. Und dann gibt es Inserts, die sozusagen für sich von den Base-Sets unterscheiden, mit anderen Grafiken. Sind auch seltener als die Base-Karten. Und jetzt gibt es Also die ist dazu. jetzt einfach mehr wert. Ja, genau. Und die ist noch Okay. mehr wert, weil das sozusagen die blaue Variante ist von der normalen. Dann gibt es hier noch. Aber welche Farbe die andere Farbe ist, ist egal. Es muss nicht immer blau sein. Nein. Und die glitzern sind auch besonders oder glitzern einfach nur vom Design her? Und das sind auch besonderes. Auch ein Insert-Set. Und das ist halt die Holo-Variante. Wobei ich nicht sicher bin, ob es die auch überhaupt Also in Holo wie bei Nicht-Holo. Pokémon? Ja, wie bei Pokémon zum Beispiel. Manche sagen auch Glitzer dazu. Ja, oder Silver oder. Dann haben wir hier einmal die Panini Prism Draft Picks. Die gibt es auch in vielen, vielen Farbvarianten. Ich glaube, 10 oder Ist ja 12 da verschiedene. drauf gefotoshoppt oder haben die einfach eine silberne Linie drum gezogen? Nein, die haben auch ein Bild genommen, haben das Bild ausgeschnitten und haben dann sozusagen noch einen Rahmen drum gesetzt und das halt bunt Nein, gemacht. ich meine das da hier so. Weil da ist ja dieses Dieses Silberzeug Rendering. drumherum. Ah, das haben sie ausgeschnitten. Das sehe ich jetzt erst. Guck mal. Auf dem Trikot steht nirgends was drauf. Das ist komplett clean. Da steht Memphis drauf. Da haben Also sie. doch gefotoshoppt. Das ist definitiv Photoshop. Da haben sie das Trikot, den Namen weggemacht. Die Spielnummer hast du meistens drauf gehabt. Dann halt auch Also sie haben nur Nike das Swoosh. Trikot verändert und die Person war aber wirklich so Genau, aber da. hätten sie es richtig machen wollen, hätten sie auch noch das auch noch wegmachen müssen. Haben sie geschlampert. Das ist mir gar nicht auch vorher aufgefallen. Siehst du mal? Und da glitzert der Kopf. Glitzern ja auch der Kopf? Weil die glitzert. Die rote. Die glitzern alle. Guck mal, die hat so einen grünen Schimmer. Glitzert. Ja, aber die glitzert anders als die rote. Ja klar, weil das ist eine grüne. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Das Ja, Glitzerpixel ist was das ist anderes, aber Eis, glitzert das ist so, schöner. das nennt sich Ice Refractor. Die hat sozusagen dann so ein Cracked Eis. Also ob du so Eis auf der Windschutzscheibe hast, auf dem Glas, auf dem Fenster. Ja. So sieht es aus, deswegen heißt Cracked Eis oder wie so Okay. Red Eis. Das ist die normale Base. Und die Lücken hast du da drin gelassen, weil. Dann noch keine Karten für da. Also du weißt, welche Karte da rein Nein, soll. das ist nicht sortiert nach, fehlt mir noch, fehlt mir nicht. Das ist einfach so, wie ich es habe. Packe ich sie rein, wenn ich was zusammen habe, packe ich sie nebeneinander und packe dann sozusagen die nächste Farbe nebendran. Okay. Dann gab es in dem Set, das ist die Nummer 13 gewesen aus dem Set. Das hier ist jetzt die Nummer 93, das sind die normalen. Und das ist die auch Reflektor, guck. Also Glitzer, Holo. Ja, aber trotzdem fünfmal die gleiche Karte.
Da kannst nee, das vier mal gleich und die ist in Holo. Oh. Die sind nicht in Holo. Dreimal die gleiche Karte. Vier. 1, 2, 3, 4. Ja, aber 3 kannst du abgeben, einmal behalten. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Das mache ich dann, wenn die Karten gestiegen sind, der Spieler toll ist und sich das vielleicht lohnt. Also der ist noch nicht toll. Ich finde ihn gut, ich sehe Potenzial drin. Ich meine, der macht jetzt aktuell, hat er 7,5 Punkte gemacht pro Spiel mit 2 Rebounds oder 2,8 Rebounds und ist es okay. Fürs zweite Jahr ist es noch okay. Ich meine, er spielt auch nur 19 Minuten. Andere Spieler haben 30 Minuten Zeit auf dem Platz und können natürlich mehr Punkte machen. Aber ich finde, da ist Potenzial drin. Er hat auch schon Spiele gemacht mit viel mehr Punkten. Das wird sich entwickeln. Also ich halte da große Stücke auf ihn und ich denke, das wird noch was werden. So, dann haben wir hier was. Die Orange Fast Break, die ist auf 49 limitiert. Und das hier ist wahrscheinlich ein Missprint. Das habe ich auch erst gesehen, als ich die eingesteckt hatte, dass hier die Farbe etwas verblichen oder sieht aus ein bisschen wie used oder. Ja. Also das hätte eigentlich zweimal die gleiche Karte sein sollen. Eigentlich schon. Genau. Und welche von den beiden ist jetzt kaputt? Ich denke die hier. Siehst du diesen, ja, diesen Schatten oder diese helle Stelle? Vielleicht das Wasser draufgefallen, oder? Kann sein, dass beim Drucken irgendwas gelaufen ist. Aber ich finde es witzig. Also es ist was die Karte seltener macht und macht sie einzigartiger. Man macht sie nicht eigentlich einfach nur kaputt. Die kam ja so aus dem Pack. Das hat ja keiner absichtlich gemacht, nachdem sie ausgepackt wurde. Die wurde ja so vom Werk aus eingepackt. Also ist ein ja, Druckfehler. Aber trotzdem ist sie kaputt und falsch und deswegen eigentlich weniger wert, weil sie nicht perfekt ist. Jein, aber wenn du, das ist Ansichtssache, wenn du Sammler bist, dann sammelst du auch außergewöhnliche Varianten. Und das ist eine Variante, die du wahrscheinlich nicht so oft kriegen wirst. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel die Karte hier nehmen, weil die hast du viermal, die ist Glitzer, das habe ich gesehen. Und dann kann ich hier die Ecke abschneiden und dann ist die besonders und jemand will die haben. Nein, weil du das manuell selbst gemacht hast. Das hier ist ja werkseitig passiert, ist also ohne Einflüsse eines Sammlers passiert, sondern es ist sozusagen von Panini so gedruckt worden. Das ist sogar Fehldruck. Und woher willst du das beweisen, dass sie das so gemacht haben und dass du das nicht selbst irgendwie mit Bleichungsmittel kaputt gemacht hast? Das sieht man, weil sonst wäre die Oberfläche auch nicht mehr glitzern. Wenn du da von oben selbst was gemacht hättest, wäre das nicht mehr Glitzeroberfläche, sondern hätte das auch der Holo-Refractor. Ich glaube, da gibt es schon irgendwas, was man machen kann, dass man das nicht sieht. Ja. So, dann gibt es hier nochmal die Nummer 99 in normal Silber-Holo. Cracked Ice Red. Viermal, genau. Ist aber allerdings leider nicht limitiert. Ich finde das. Guck mal, das ist doch was hier für dich, oder? Nee, ich mag Pink nicht so gerne. Und ich finde auch Rot und Pink passen nicht ganz so gut zusammen, meiner Meinung nach. Mhm. Aber na gut, das ist halt die Flagge. Kann man ja schlecht mal ändern. Richtig, nur weil die Pink Ice ist, machst du nicht gleich die Flagge andersfarbig. Das würde nicht funktionieren. So, dann haben wir hier einmal. Die ist durchsichtig. Genau. Dunruss Clearly. Sind die mehr wert, wenn sie durchsichtig sind? Das ganze Set ist so durchsichtig. Ja, aber sind durchsichtige mehr wert? Das kommt auch an, ob das Kartenset teurer oder billiger ist. Das kann man so pauschal nicht sagen. Hm. Weil das ganze Set, also du kannst eine Box kaufen, wo die Karten nur so aussehen. Das macht jetzt nicht mehr oder weniger wert als Karten, die jetzt so aussehen. Aber das könnte ja mehr wert sein, so, weil sie durchsichtig sind. Ja, das ist aber abhängig davon, was eine Box kostet. Wenn jetzt hier die Box, wenn man davon ausgehen würde, dass es überall in den beiden Boxen von Court Kings und von Clearly gleich viel Karten drin sind und die Box kostet $100 und die kostet $20, werden die auf jeden Fall teurer, auch wenn das keine durchsichtigen Karten sind. Andersrum genauso. Wenn die Box $100 kostet, nur 20 sind die natürlich wertvoller, weil die halt teurer sind. Die Karten dahinter sind neuer, die sind von 2020. Ja, die sind auch von 2020. Das ist alles 2020. Also da hast du die Ordnung der hat nicht seit, so lange. Ja, der spielt auch nicht so lange. Der ist erst letztes Jahr in die NBA eingestiegen. Ah. So, dann haben wir nochmal ein paar Panini. Ein Auszubildender. Nein. Der hat schon seine Ausbildung gemacht auf dem College. So, dann nee, im Basketball, dass er noch neu ist. Der muss doch lernen, klar muss er noch lernen. Also lernen mit den großen Jungs mitzuspielen. Das ist also halt. Papa, ich verstehe zwar, dass du da erwarten willst, dass du mit den Karten, dass sie mehr wert sind, aber 9 Stück? 9 mal das gleiche. Wieso 9? 9. Sie hat überall die gleiche Pose.
Ja. Und das ist überall die gleiche Farbe. Oh. Ja, eben. Sind sogar noch mehr. Ich bin dafür, wir sortieren mal aus. Dann hast du weniger Karten. Ach, siehst du, ich habe vergessen hier noch. Guck mal, da ist noch eine zum Einsortieren. Das habe ich ja dann noch. Oh, die habe ich noch gar nicht gehabt, oder? Hey, doch, Ruby Wave. oder? Nein, das ist Eis, 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 Eis. Ich finde, das sieht man voll schwer, aber die glitzern nicht. Doch, die glitzert auch, aber die glitzert so ein bisschen. Siehst du das? Nein, die glitzern nicht. Doch, die haben auch Glitzer. Das Glitzern sieht man scheiße. Tut mir leid. Das sieht man schon ganz gut. Im richtigen Licht sieht man das richtig gut. Die da rein. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich habe mich beschwert, dass du zu viele Karten von einer Sorte Ja, hast. das machst du immer. So, die Optik Base Flash Blue und Blue Velocity. Dann haben wir hier nochmal die Hoops. Neunmal. Dreimal. Und da muss ich jetzt einmal Plätze tauschen, weil die fliegt raus aus der Seite. Dafür kommt die hier rein. Dieses Blue Explosion, dieses Arme hat Karte. so eine Glitzer. Oberfläche ist auf 59 limitiert, gibt es 59 Stück weltweit. Aber die Karte fühlt sich jetzt benachteiligt. Nein, sie kommt ja wieder rein, aber eins später. Ja, aber die hat da vielleicht Freunde gefunden. Auf der Seite. Ja. Und die stecken auch hier rein. Die Hot Signature Rookies Hoops hat $80 Value, also ist auf jeden Fall was, man mal aufheben sollte. Hat der auch Karten mit Trikots gemacht, Stückchen Ja, von dem? gibt's auch, habe ich aber leider noch keine. Also wenn jemand was hat von RJ Hampton, der kann sich gerne bei mir melden. Ich bin dankender Abnehmer dafür. Ja, schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr was habt, bei Insta auf The Mompits. Einfach mal ein Follow da lassen. Da kann Papa auch Karten abgeben. Man kann auch Karten tauschen, richtig. Aber keine Hemden. Die sind erstmal safe für mich. So, dann gibt es hier nochmal ein paar Revolution. Das hier ist die Chinese New Year Variante. Die hat so einen leichten Cracked Ice Oberfläche, auch mit dieser roten Schriftzug, diese roten Rand. Vielleicht zu der hier ist Warum golden. ist das shiny? Weil es halt von daher ist, oder? Ja, weil ich in diesem, glaube ich, der Chinese New Year was mit, ist glaube ich rot eine prägende Farbe zu dem, weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Bin kein Chinese. Dann einmal Select, die normale Base als Retail. Dann gibt es nochmal die Select Retail Blue Silver, Blue Prism, die Silver Prism, die Green Purple Prism und das ist die Red Yellow Flash Prism. Yellow, das ist orange. Das soll gelb sein. Das ist orange, Papa. Okay, dann ist halt orange. Dann haben wir noch aus dem zweiten Level dann die normalen Rookies und die Blue Prism, Silver Prism. Das ist eine Blue Purple Ice, Green Purple. Und auf der letzten Seite noch einmal Level 3 Select, also in dem Fall ist das die Courtside als was ein Prism? Nein, Standard, also ganz normale Courtside Select Rookie. Und zwei Inserts, einmal das normale Rookie Selection und dann nochmal als Red Flash. Nicht limitiert. So, das war's schon. Es werden bestimmt noch ein paar mehr Wie mit der mehr? Zeit. Naja, wie gesagt, ich sammle die Spiele, heißt, wenn ich neue Karten von Händen bekomme, wandern die hier rein. Ja, lasst ein Like da. Kommentiert das Ganze. Wenn ihr Karten habt von Hampton, bietet es mir gerne an. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.